Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der MIG-Map mit dem Leo. Heina. Das war schnell, ne? Sorry. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, Leo, ist die Eingewöhnungsphase wieder um oder ist noch ein bisschen schwierig? Bei mir ging es tatsächlich. Wow, willst du mich trollen oder was? Ohne Witz. Das war für mich ja gar kein Problem, ne? Ja, Leo. Ich habe ja halt keine großartigen Arbeiten gemacht zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgehört haben. Darum war das für mich relativ schnell wieder da. Du weißt ja, am Verkaufen oder sonst irgendwas am Machen, ich weiß es nicht. Ja, ich habe jetzt erstmal festgestellt, dass die Lager komplett leer sind, ne? Das ist schon mal eine Sache, die mir gar nicht gefällt eigentlich. Ich hatte aber doch einen relativ großen Kontostand, also hat sich die Waage gehalten. Okay. Und mittlerweile bist du wieder drin, sagst du? Ich hoffe. Okay, ich habe kein Geld mehr, ne? Also das ist jetzt schon mal... Hast du Felder gekauft, Otto? Nein. Okay, was hast du mit dem Geld gemacht? Ich habe mir ein weiteres Fass gekauft. Okay. Weil ich hatte nur eins. Okay. Und hab Kühe gekauft. Drei Achsen oder zwei? Drei Achsen. Für Sattel oder für... Nee, mit Anhängerkupplung für den Johnny. Ich habe ja eine starke Maschine, Leo. Ja. Aber der LKW war mir zu teuer. Für 126.000, glaube ich, kostet der... Weißt du, wie viele Kühe ich da bekomme? Ja, ein paar, ne? Ja, schon ein paar. Wie viele Kühe hast du eigentlich? Das habe ich nicht mehr gewusst. 200. 300? 200. 200? Mhm. Okay. Wie viel du? 238. Okay. Ich habe halt den Rest, den ich hatte, jetzt übrig hatte, hatte ich sofort investiert, ne? Weil auf Tasche lassen bringt mir nichts. Und da können sie auch gleich Milch produzieren. Wobei ich jetzt langsam ein Futterproblem bekomme, wie ich sehe. Die Dinger fressen mir die Haare vom Kopf. Mhm. So, die kippt man da rein. Aber ja, und irgendwie läuft das nicht so. Ihr steht euch gleich wieder alle gegenseitig im Weg rum, ne? Wahnsinn. Welche Arbeiten führst du momentan aus, Leo? Also ich lade meine Silage tatsächlich ein. Getreide trocknen und Haarmilch verkaufen jede Menge. Ja, ich habe noch nicht so viel Haarmilch. Also ich habe sehr viel drin, aber die ist halt noch nicht fertig, ne? Das ist mein Problem. Die ist noch nicht fertig. Ich kann ja mal gucken. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich auf Lager habe. Also... Wir gucken jetzt mal. Also, als ich mit der Folge angefangen hatte, ich ungefähr 120.000 haarmilch fertig. Alles klar, Leo. Und in dem Bottich innen drin sind 140.000. Die normale Milch? Ja. Okay. Hast du noch im Stall vielleicht auch noch was liegen? 3 Millionen Liter oder was? Nee, das ist tatsächlich alles schon drin. Aha, okay. Hast du gerade ein Grinsen im Gesicht? Ohne Witze. Ja, gut. Aber wie viel Futter hast du denn? Ich habe jetzt drin 330.000. Das reicht doch locker. Ja, aber das ist so ziemlich alles, was ich hatte, ne? Ich muss wieder mischen. Diese Mischstation ist zu langsam, das ist mein Problem. Aber das hatte ich damals, da weiß ich, dass ich damals mit dir schon drüber gesprochen habe, wegen dem Selbstfahrer. Den haben wir als Mod mit reingenommen. Mhm. Ich weiß nicht, aber jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich das für Kühe ausgegeben habe, weil sonst hätte ich wieder irgendeinen Bullshit gekauft, den wahrscheinlich eh keiner braucht. Ihr seid ja so dumm wie die Nacht dunkel, ohne Witz. Naja. Du magst deine Fahrer nicht, so habe ich das Gefühl. Ach, ne? Die sind doch alles Mongos, ohne Witz. Okay. Die können gar nichts. Und ich habe die Strecke dumm platziert, das kann natürlich auch sein. Okay. Wir bleiben aber bei unserem Plan, ne? 3 Folgen in der Woche? 3 Folgen die Woche? Ja. Ich habe aber auch gesagt, jetzt in meiner Folge, dass ich ein Video raushauen werde, was wann kommt. Weil jetzt habe ich ja alle Termine geschnürt, sagen wir mal. Jetzt weiß ich fix, was ist. Also MIG-Map hat mir noch gefehlt. Und jetzt kann ich praktisch ein Video machen, wo was drinsteht, wann was kommt. Fix. Also wird sich dann auch nicht mehr ändern, sondern das wird fix sein. Okay. Aber das weiß ich nicht. Guck mal, vielleicht kann mir dann noch jemand eine schöne Grafik anfertigen. Würde mich sehr freuen, aber ich schau mal. Ich gucke mal. Oh, ich habe Geld bekommen. Geil. Sehr gut. Gut, Leo, ich bin da wieder weg. Jo. Ich habe noch was bei WhatsApp geschickt. Guck dir das mal an. Dann, by the way. Und dann sprechen wir später nochmal drüber. Jo. Okay, tschüssi. So, gemutet. So, ich wollte den anderen... Ah, da kommt er jetzt gerade, ne? Ich wollte... Wo ist eigentlich mein... Moment. So, eins nach dem anderen. Genau, jetzt weiß ich, warum ich MIG-Map wieder spielen wollte, weil der Stress war. Genau. Das bringen wir jetzt zum Komposter. Das wird da reingeballert.
Okay. Warum wollte ich das? Genau, ich wollte das jetzt hier reinballern. So war's. Ja, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich den Johnny zum Rasenmähen schicke, weil wir brauchen das Gras. Da hat es aber auch immer wieder mal Problemchen gegeben, aber da muss ich jetzt einfach durch. Ich weiß, ich hätte das Feld oben, das 50er-Feld auch mähen können. Hätte ich Gras ohne Ende gehabt, aber ganz ehrlich, nee. Nee, glaube ich nicht. Das ist, wir haben jetzt so viel Kühe, ne? Wir müssen wirklich intensiv drauf gehen, dass wir das Futter rankommt. Ne? Deswegen würde ich jetzt auch Gras mähen gehen. Ich glaube, das Häckselgut, was jetzt gerade eingelagert wird, werde ich tatsächlich als Silage weiterverarbeiten und ins Lager kippen, ernstweilen. Und dann müssen wir mal gucken wegen dem Mischfutter. Weil das Mischfutter, es ist eigentlich, du brauchst nicht viel. Du brauchst das Mischfutter, du brauchst Wasser und Stroh. Viel mehr brauchen die Kühe nicht mehr. Und bringen eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld. Das muss man einfach so sagen. Die bringen echt eine Schweinekohle. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir etwas, was ich noch nicht gemacht habe. Wir gehen jetzt Träger waschen. Das ist so eine Sache, die habe ich mir in den 17er einfach angewöhnt und das nicht so viel rumsteht. Wow. Und deswegen werde ich jetzt hier den Träger waschen gehen. So, einfach mal hier die 2 Minuten, die nehmen wir uns jetzt einfach und waschen. Boah, ist gerade geleckt. Und waschen den Träger. Naja. Okidoki, das Ding muss sauber werden, aber flitti flotti. Guck mal an, was da für eine hübsche John Deere-Farbe drunter ist unter dem ganzen Schmutz und Staub und Dreck und bleh. Oh, nicht in den Innenraum rein. So. Ist er hübsch oder ist er hübsch? Ich glaube, das wird unser Thumbnail. Machen wir das weg, das weg, das weg. Machen wir das hier so richtig fett, so schön. Ein richtig bulliges Thumbnail. Was brauche ich jetzt? Das brauche ich wieder. Das, ja genau. Das machen wir weg. So. Okay, wir wollten Gras mähen. Oder wir wollten den losschicken zum Gras mähen. So ist denn die richtige Formulierung. So, da fährt gerade was vorbei. Ich müsste den Silo mal festfahren. Das wäre nicht das Schlechteste, ne? Genau, einen großen Schwader hat man auch gekauft. Es läuft ja eigentlich alles, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich mir solche Sorgen gemacht habe, dass es nicht läuft. Boah, das Mähwerk sieht aus. Das müssen wir waschen. Das müssen wir demnächst. Wir werden irgendwann, wenn wir Zeit haben, werden wir mal alles durchwaschen. Jo. Du kannst fahren zu der Feld 23, bitte. Was? 23? Jo. HM zu dem Feld 23. Bitteschön, Dankeschön und tschüss. Mach's dir gut. Haus rein. Und dann holen wir uns gleich mal den, was ist das, Kompaktlad? Ah, das Rohrkollision. So, Überführung, zack, läuft, mach's gut. So, du bist wieder da, dich kann ich jetzt erstmal entlassen, du fährst erstmal weiter. Jo, zack. Genau, ich wollte Wasser holen, aber, ah ja, Geld haben wir bekommen, wir fahren Wasser holen. Lass mich kurz gucken, habe ich da etwas gemacht, Wasser... HM, Wasser holen zu NE. Ja, mach das einfach mal, ne? Zack. Zack, wenn du da bist. Wo habe ich denn den Kurs angefangen? Wo fährt denn der jetzt hin? Oh, da ist ein Haus. Achso, nee, Blödsinn. Moment nochmal. Ganz kurz für die Dummen jetzt. Wasser. HM, tu Wasser holen zu NE. Das heißt, ich müsste eigentlich... Haben wir Fruchtzerstörung? Wir haben Fruchtzerstörung drin. Momentchen. Ich bin gleich weg, versprochen. So, hier kommen wir rein, ne? Wir sind ja gute Fahrer. So, zack. Wir nehmen jetzt doch nochmal den Kurs. Zack. Aber wir beginnen jetzt hier. Ah, da war das Problem. Los. Zeig mir, wenn du da bist. So, ihr steckt schon wieder. Ihr seid euch einfach immer nur im Weg, ne? Ich muss den Kurs nächstes Mal besser platzieren. Das ist einfach schrecklich. Du kannst aber fahren jetzt, ohne Witz, Kollege. Warte, bis Füllstand erreicht. Du kannst fahren. Der nächste ist gleich voll, ne? Krass. So, dich brauche ich bitte. War das hier? Habe ich das hier hingelegt? Moment. Nee? Nee? Ah, hier war das. Okay, ja, ich kenne mich nicht mehr aus hier. Das ist alles neu für mich. Ich glaube, ich lasse jetzt die Schaufel einfach mal weg, weil dann kann nicht viel voll werden. Er muss einfach nur drüber fahren.
Ich hatte einen Kurs. Bin ich mir fast sicher, ich hatte einen Kurs zum Festfahren. Nee, oder? Ach, weißt du was? Das kann ich eigentlich auch sofort selber machen, weil das dauert ganz genau 2 Sekunden und dann läuft das aber auch. Sowas muss man sich einfach nicht einspeichern, glaube ich. Aber da ist doch relativ viel drin schon, ne? Also, kann sich sehen lassen. Ja. 30% werden es auf alle Fälle schon sein. Deswegen müsste es einfach verdichtet werden. Aber sie haben es auch schön gleichmäßig ausgeleert. Das muss man sagen, das machen sie mittlerweile sehr, sehr gut. Sehr, sehr spät, aber sie machen es gut. Da, 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 da. Schön mittig durchfahren hier. Sehr schön. So. Dann fahren wir hier nochmal so einen Bogen. So, stopp. Und los. Ne, das ist es im Prinzip. So, du bist jetzt da. Dann kannst du eigentlich machen. Grasmähen, Feld 23. Feldarbeit, yes. Jetzt habe ich 2 kombinierte Kurse drin, ne? Ich bin auch ein Floppy, ne? Grasmähen, yes. Ah, ne. Wir hatten ja eine andere Möglichkeit, Moment. Filter deaktivieren. Wow. Wir brauchen noch nochmal den Filter. Wir brauchen nämlich... Was mache ich hier eigentlich? 23, aber die Big-Ausführung. So war es nämlich. Am ersten Wegpunkt. Viel Spaß. Ne? So war das. Jetzt weiß ich das. Okay. Du stehst noch hier. Läuft. Du... Bei dir, beim Handelmarkt läuft aber auch nicht so, habe ich gesehen. Was machst du da, Kollege? Ich habe dir doch gerade gesagt, wie du fahren solltest. Einfach hier rein. Das ist doch nicht so schwierig, oder? War das so unklar? War das wirklich so unklar? Krone Big X steckt fest. Warum machst du denn? Wow. Wow. Wie fährst du denn hier? Der fährt hier die Langbahn, ne? Ah. Zurück, bitte. Lass mal den hier ein bisschen fahren. Jetzt zwei schafft das, ne? Was ist hier los? Ah, hier wird abgekippt. Sehr schön. Wie viel ist denn hier drin? Ja, 30%. 33. Habe ich gut geschätzt. Habe ich wirklich gut geschätzt. Muss man ja wirklich so sagen. So. Das heißt, Grasmähen läuft. Hat er jetzt schon wieder auf dem Stand gedreht? Das läuft irgendwie nicht, ne? Okay. Ich weiß nicht, warum er das so macht. Ah, okay, wir machen das anders. Und zwar, wir fangen... Hallo, moin. Wir fangen hier an. Ne? Und wenn einfach jetzt nochmal noch fahren, aber diesmal ein bisschen großzügiger. Was? Ich sehe gar nichts. So. Ui. Wir fahren jetzt aber außen rum, damit wir wirklich eine große Schleife fahren. Alter, was hier alles los ist, ne? Hast du Wasser geholt? Typ, hast du Wasser geholt? Du bist leer, ne? Klar bist du leer. Hätte ich mir auch denken können, dass das nicht funktioniert. Los. Ja, du kannst gleich nochmal fahren. Ohne Witz, ich mach selber. Das verstehe ich nicht teilweise, warum das manchmal läuft, manchmal... Aber Wasser holen habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht... Ja, ich mach selber. Ist kein Problem. Da weiß ich wenigstens, dass es funktioniert, dass es läuft. Ich hoffe, der Hanomag bringt sich jetzt mal ein. Ohne Witz, was ist denn das Problem von dem verdammten Typen? Naja. Das heißt, ein Häckselgutanhänger wurde gerade ausgeleert. Einer ist schon wieder voll. Das heißt, ja, es, 3 sind wirklich notwendig hier, weil sonst wird das nichts. Das wird der nächste Wert denn hier. Wow. So, wo war jetzt nochmal das Wasserwerk? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Machst du eigentlich irgendwas, mein Meer? Ah ja, er macht das. Habe ich... Was macht der Hanomag denn da bitte? Ohne Witz. Ist der Kern behindert? Was machst du da? Du musst nur hier ranfahren, Kollege. Ohne Witz. Das ist ja nicht so schwierig. Also das ist ja wirklich nicht schwierig, der Kurs. Oder bin ich jetzt im falschen Film? So, einfach jetzt gerade fahren. Hanomag ist schon... Ist ein gutes Gerät, ne? Aber manchmal hat sie einfach einen kompletten Vogel, ey. Naja. Warum fahre ich jetzt nicht mit dem Dreiachs? Werden sich ein paar fragen. Das Dreiachs ist tatsächlich zu schwer für den Deutz hier. Wenn das Dreiachs voll ist, dann geht das richtig in die PS. Also dann brauchst du wirklich schon einen großen Trecker für.
Und den haben wir einfach momentan im Einsatz mit Grasmähen. Deswegen, nö. Glaube ich, ist hier das Wasserwerk? Haben Sie hier ein Wasserwerk gesehen? Ladies and Gentlemen? Wow, Hanomag steckt halt schon wieder fest, ne? Güllelager? Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen tatsächlich noch ein Stückchen weiter. Was ist hier los? Warum liegt hier Gras? Auf der 16? Auf der 16 liegt noch Gras. Das muss ich erst sammeln. Läuft. Okay, aber ich bräuchte eigentlich jetzt mal das Wasserwerk. Wow, ich bin gerade vom DS geflogen. Läuft. Vielleicht habe ich kein Internet mehr. Ja, läuft. Ist egal. Ist das sowieso Singleplayer, ne? Fragt mich nicht, warum. Es ist einfach so. Kann ich hier aufladen? Bitte. Ne? Ich muss dann nochmal rückwärts ranfahren, glaube ich. Da, 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 da. Ah, jetzt. Oh, das kostet auch eine ganz schöne Latte. Naja. Aha. Gut, das ist natürlich ein Problem. Was wir aber lösen können. So, wie läuft... Kannst du jetzt bitte fahren? Geht das? Danke. So. Genau. Du machst das, ne? Ja. Ich hoffe, dass... das ist einfach manchmal einfach ein verdammt dummes Timing. Man muss es leider so sagen. So. Ich speichere mal ganz, ganz kurz, weil ich habe... Moment. Weil wenn ich nämlich den hier mache... Das war... Fronthydraulik heben und senken. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte den Frontkraftheber auf einschalten. Oder wie das Ding auch immer heißt. Blinker, nee. Sag mal, wie viele Funktionen haben wir denn hier eigentlich? 3000? So, jetzt aber. Licht, Gerät, Klappen, Zündung. Was ist da hier? Ah, jetzt ist es offen. Okay. Du fährst mir nämlich bitte, bitte, bitte zum Händler. Hof zum Händler, Hof zum Händler. Bup. So. Das heißt, wir können das hier wegmachen. Okay. Hof zum Händler. Beginnt hier. Ist eine Überführung. Wow, Überführung. Und. Yes. Okay. Gut. Das Wasser müsste eigentlich jetzt mittlerweile voll sein. Alter, benehmt euch, ne? Du hast ganz locker Platz hier, ohne Witz. Fahr. Alter Schwede. So, Wasser ist voll. Sehr schön. Dann fahren wir mal los. Ja, man merkt sofort, wie es wesentlich schwerer ist, das Ganze. Ah, wir gucken da mal einfach mal jetzt. So, ich muss gerade noch eine Nachricht schreiben, warum ich jetzt vom TS gefallen bin. Das geht doch. Oh, hoppla. Nee, ich glaube, es liegt an mir. Das, glaube ich, liegt an mir. Aber muss ich gucken. So. Okay. Er schwimmt ein bisschen. Seht ihr das? Das ist alles nicht so geil, aber läuft. Also ich habe das Lenkrad gar nicht in der Hand jetzt, ne? Seht ihr das? Wie das so hin und her schwimmt, aber ist halt so. Muss man leider so berücksichtigen und so, ja. Okay. Da, 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 da. Das heißt, wir bringen das jetzt direkt zu den Kühen, zu den Schweinen vielleicht auch noch, ja? Alter, was leckt denn hier? Guck das mal links unten an. Guckt euch das mal an. Das ist ja wohl der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich speichere jetzt, glaube ich, nochmal. Ist, glaube ich, eine vernünftige Lösung, hier jetzt zu speichern. So, was ist hier los? Wow. Du bist ja ein richtiger Musterschüler, ohne Witz. Wo war denn das Wasser?
War das Wasser innen drin? Oder? Ah, nee, das waren den Futternäpfen, ne? Oh, aber wir sind fertig, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, bei der nächsten Folge wieder. Oder in der nächsten Folge wieder. Ja. Ne? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.